So. Da ist noch einer. Natürlich. Erstmal den Krieger. So, der ist schon mal down. Die greifen da hinten mein Schiff an. Das finde ich gar nicht schlecht, weil dann sind die abgelenkt. So, hier ist noch mehr verkohlter Zucker. Oh, sie haben das Schiff zerstört. Ich hoffe, ich kann die Sachen trotzdem looten. So. Und du auch noch. Ja, nee, bleib mal hier. Ach, vor allem ist er gerade nass, ne? Boah, wie viel mehr Schaden die kriegen. Gefühlt doppelten. Und der hat uns umgebracht. Aus dem Nichts kam er einfach. Das war richtig dreist. Naja, bleib da mal. Oh, Energieschild. Sehe ich gerade. Ich fühle mich auch echt unwohl ohne das Portal. Vor allem schwimmt da jetzt unser Zeug im Wasser, ne? Doppelt ärgerlich. Ja, ja, er schreit nur. Du stirbst. Du ballerst deine Feuerbälle. Dann baller ich meine Frostsalbe. So, kannst du mal bitte sterben? Das wäre sehr nett. Und piu. Piu. So. Ja, die Sachen will ich jetzt gerade tatsächlich noch nicht. Hä? Ach, das war sein Sterbegeräusch, glaube ich. Ich gehe mal kurz ins Wasser und hole meine Sachen, ne? Vor allem das Portal. Ah, ich habe so Angst. Nein! Und zurück, 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 zurück. Schnell. Nicht sie weg hier. So. Du wirst umgebracht, sonst verfolgst du mich ewig. Tschüss. Und schnell Portal gebaut. So. Huch. Na komm. So. Verschiedenes. Portal. So. Sehr gut. Warte mal, das drehe ich mal ein bisschen. So. Hier war gerade irgendein Vieh, glaube ich, da. Nicht, dass du hier mal Portal kaputt machst. So. Und jetzt können wir zurück und es ist bestimmt Nacht geworden, nämlich. Ja, natürlich hier direkt neben dem Spawner war jetzt keine gute Idee, aber ich habe ja keine Wahl, weil da sind auch noch andere Sachen von mir. Komm mal schön her, mein Freund. So. Und soll ich kurz ein paar andere Sachen auch schon mal retten? Ich schmeiß mal was hier vor. So. Aber außerdem die Sachen hier. Wo sie doch gerade so dicht an der... am Strand liegen und schmeiß sie ebenfalls dazu. Na komm, raus hier, raus hier. So. Und dann will ich vor allem mal die Schiffssachen retten. Ausdauer bitte. Der da kommt auf uns zu, ne? Ja, dann komm mal. Du musst ein blaues Wunder erleben. Im wahrsten Sinne des Wortes blau. So. Und ich hol mal die Schiffssachen schnell. Scheiße, wir sind viel zu lange im Wasser. Ah, alles nehmen. Hui, wir haben es geschafft. Sehr gut. Dann nehme ich mal hier ein paar Sachen. Ja, obwohl, ich gehe erstmal zurück. Oh Mann, was ein Krampf. Vor allem haben wir jetzt zwei Schiffssachen, ne? Ja. So. Und den 10er lasse ich mal da. Ich gehe mal kurz runter und repariere alles. Von unserem Magie-Stuff und bringe den dann direkt wieder oben an. Und außerdem mache ich hier wieder den so. Und den Hammer packe ich mal in die Garderobe. Weil den brauchen wir, wie gesagt, zurzeit nicht. Das alles bringe ich nach oben. Und so. Sehr gut. Und dann gehen wir natürlich erstmal pennen. Ne? So, dann hier hingebracht. Und zwar 2, 3, 4, 5. Dann hier die 1, 2 und 3. 2 und 3. So, sehr gut. Und dann mache ich mal die Stäbe wieder hier hin. So und so. Es fehlt ein Froststab, ne?
Ja, ich glaube, ein Froststab fehlt, der ist noch in unserer Leiche. Den haben wir gerade nicht mitgenommen. So, und einen dritten Hammer haben wir schon. Sehr gut. So, alles klar. Dann würde ich sagen, wir schmeißen uns ins Bett, holen unseren restlichen Stuff und dann mal gucken. Aber erstmal gute Nacht. Guten Morgen und wir gehen direkt wieder los, um unsere Sachen zu saven. So, Gott sei Dank haben wir uns jetzt auch ein Portal da hinten gebaut. Ja, vor allem unser Notportal ist jetzt völlig unnötig gewesen, ne? Sogar unser Notportal ist zu weit weg. Das kann ich eigentlich wieder abreißen, aber mal gucken. Erstmal will ich... Stimmt, wir können das Notportal verschieben. Ich kann das da abreißen und stattdessen da, wo wir jetzt unser Reiseportal haben, das hinmachen. Aber das können wir auch später noch. Halt! Da habe ich Loot gesehen. Der kommt mal schön hier runter. Und wie sieht's mit Snacken aus? Ich baller mir mal dat und dat. Achso, kann ich nicht. Aber gut, das sollte erstmal reichen. So, Energieschild. Zack. Dann den ganzen Klumpatsch mitgenommen. Da sind noch ein paar von denen. Da kann ich mal wieder den hier auspacken. Nicht getroffen, super. Ja, da musst du echt, ne, richtig nah rangehen. Wie ich meine, Pumpgun. Mäßig. So, und den letzten Rest bitte. Gegenstände geborgen und nicht sie weg hier. Aus dem kochenden Wasser heraus. So. Sehr gut. Und hier liegt Loot. Den sammle ich mal auf. Und ich würde mich erst um die hier kümmern, bevor ich das Portal abreiße. So. Sehr gut. Ja, ja. Doch, doch. Der neue Stab macht schon irgendwie Bock. Aber der Kampf wird nie aufhören, ne? Ich muss hier abhauen. Ich muss hier abhauen. Komm. Und außerdem war da hinten noch irgendwo mein Schiff. Ich gehe mal dahin zurück, wo wir vorhin waren. Und passe jetzt gut auf, dass wir nicht irgendwie eine unliebsame Überraschung haben. Oh, hier ist Lava. Vorsichtig. Das finde ich so geil, diese Ruinen. Bin ich ehrlich. So. Und tschüss. Wieder geskillt, ne? Oder? Verkult, Knochen. Nee, stand da nicht. Aber es gab wieder diese Animation. Ach ja, und ich habe mir übrigens noch einen zweiten Mening-Yard gekauft. Eben gerade bei Haldor. Damit wir einen weiteren. Also damit wir das Schiff transportieren können. Weil wir sind ja massivst überladen. So, hier oben ist auch ein perfekter Spot. So, baue ich hier mal in den Stein rein, warum auch nicht. Und der ist schon ausgewählt. So. Sehr gut. Dann schmeiße ich hier schon mal den Loot vor. So. Das nehmen wir gleich mit. Und wo war das andere Schiff? Da. Das will ich natürlich nicht zurücklassen. Wow. Ja, wer schreit denn da? Ach, er. Oh, na gut. So geht's natürlich auch. Dankeschön. Wir sind in die Luft jagen. Und die greifen mein Schiff an. Sehr gut. Hauptsache nicht mich. Und den da muss ich noch. Na komm. Tschüss. Sehr gut. Dann lock ich mal die Geier zu mir, wenn sie denn Bock auf mich haben. Hier bin ich. Hallo? Ja, weil in der Luft treffe ich die niemals. Ah, hier liegt noch Geierfleisch. Hör damit. Sehr gut. So wenig haben wir nur an Gewicht dabei. Echt? Na gut. So. Da ist wieder einer, wo wir unseren Skill erhöhen können. Sehr gut. Immer diese Krater, ne? Finde ich sehr cool, dass es jetzt so Kraterbildung gibt. Ehrlich gesagt. So, sehr gut. Ja, bei dem Schiff habe ich Angst, dass die Sachen despawnen. Was geht denn hier ab?
Energieschild. Und wir haben wieder Elementarmagie geskillt. Was macht denn eigentlich der bei dem? Für den Damage. Nicht so viel. Ja, da habe ich schon festgestellt, Frost, ne? Bei dem sollte ich echt Frost nehmen. Oh ja, oh ja. Die ganzen gelben Zahlen. Oh. Mit einem Stern, aber ich will erstmal den hier plätten. So. Den mit dem Stern nehme ich als letztes. Der lebt immer noch. Kann der endlich mal verrecken. So. Dann der Scharfschütze. Wow, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein. 8, 7 und tschüss. Nein, tschüss, habe ich gesagt. So, und dann nehme ich kurz Frost raus, um die Kontrolle wieder zurückzubekommen. Vulkangeier stirbt. Wow! Oh, sind das auf einmal viele. Holy shit. Shit, 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 shit. Das sieht gar nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Ich hau mal ab. Wow, Alter, werde ich beballert. So. Eis. Gut, ich gehe mal hier oben auf den Felsen, um ein bisschen in Deckung zu sein. So. Dann kann ich nämlich wieder King of the Hill machen. So. Ja, ja, so geht's. Nein, 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 da ist doch einer. Da ist doch einer. Scheiße, ich bin tot. War das gemein. Oh Mann. Na gut. Oh Mann. Da sinkt meine Motivation ja doch. Ich hoffe, sie haben jetzt nicht das Portal zerstört. Weil, Da weiß ich nicht, was ich machen soll. Ich hoffe, das Portal steht dann auch. Ich glaube aber ja. Na komm, ruh dich aus. Oder können wir pennen gehen? Ich glaube nicht. Oh, meine Fresse, wie oft wir in den Aschelanden verrecken. Also dieses Update mit dem leichter machen, da können sie gerne mal einen Zahn zulegen. Finde ich. Weil, also das ist schon ein bisschen lächerlich. Finde ich. So, Feuertrank, alles rein in den Kopf. Und ja, und dann laufe ich einfach mal los und hole unseren Stuff und dann verziehe ich mich wieder. Oh shit, jetzt habe ich 2 Magiefood genommen. Ich hätte, glaube ich, das Lebenfood nehmen sollen. Das Portal ist noch da, Gott sei Dank. So. Und das Schiff ist auch gerade kaputt gegangen. Ich slide hier mal runter und meine, ah ja, die können wir entfernen und die Leiche da hinten. Da werden wahrscheinlich aber auch viele Feinde sein. Ich hoffe, ich sammle nichts ein, während ich hier langlaufe. So dass ich mit einem Hieb alles aufsammle. Oh, Gott sei Dank ist wenigstens die Knochenschlange tot. Oh, das war gar nicht der Stein, das war einer weiter. Ups. Ich spare mal meine Ausdauer. Solange hier keine. Oh, da ist ein Bogenschütze. Wollte gerade sagen. Solange keine Bogenschützen da sind, aber da sind sie schon. So. Und schnell die Klamotten an. Der Krieger wird bestimmt den Weg hier hochfinden. Aber eins nach dem anderen. So. Und Energieschild. Wow! Nein, nicht schon wieder! Oh, Gott sei Dank haben wir den Feuertrank genommen. Ich glaube, sonst wären wir jetzt tot gewesen. So. Ich begebe mich immer, glaube ich, lieber weg, ne? Ich weiß, das sind noch meine Schiffssachen, die will ich auf jeden Fall noch holen. Aber ich muss erstmal hier die Kontrolle über den Kampf bekommen. So. Mann!
So. Und jump. Alter, werden wir hier beballert von allen Seiten. Das gibt's doch gar nicht. So. So ist besser, ne? So mache ich nämlich Flächenschaden. Ja. Oder direkt mit dem. Mit dem mache ich ja, glaube ich, auch Flächenschaden. So, dann komm du mal her. Und der stirbt, ne? Glaube ich. Sehr gut. Dann gib mir mal den Loot. Ich guck mal, ob ich zu den Schiffssachen komme. Erstmal muss ich den da plätten. Sonst macht er uns platt, während wir im Wasser sind. Hä? Achso. Stimmt, ich habe ja gewechselt. Warte mal, erstmal den. Und dann dich. So. Hier hinter. Und 6. Und Feuer. Feuer frei. So. Sehr gut. Können wir seinen Loot nämlich auch gleich einsammeln. So. Erstmal her damit. Dann an die Küste. Raus hier aus dem Wasser. Abkühlen. Quasi. Da ist schon wieder ein Feind. Den mache ich diesmal mit. Jawohl. Sollte ich wieder den nehmen, ne? Bei den Kriegern. Nicht einer getroffen. Willst du mich verarschen? Jetzt aber. Ja, mit denen muss ich echt treffen noch üben. Muss ich ehrlich sagen. Ist doch nicht so leicht, wie ich dachte. So, kann ich den Stuff hier mal kurz haben? Schon mal. Und an Land bringen. Ja, ich hab's mitbekommen. Du bist hinter mir her. Dreist. Oh. So. Oh, da ist wieder der mit den 2 Sternen. So, der eine Krieger ist tot. Der Scharfschütze hat schon wieder mein Schild zerstört. Scheiße. Komm, hier ist ein Spawner wahrscheinlich, ne? In der Nähe, oder? Oder warum kommen hier immer... Ach, was frage ich überhaupt? Das ist Valheim. Deswegen sind hier so viele Feinde. Haben wir eigentlich unseren Kram vom Schiff wieder? Wo ist denn der? Der ist verloren, ne? Glaube ich. So, der Scharfschütze ist tot. Und ich schwimme mal dahin und hoffe, unsere Sachen zu retten. Halt. Nach ganz oben. So. Und rüber geslidet. Nö, hier ist nur das Fleisch. Hey, mein Schiff müsste doch irgendwo hier sein. Genau hier. Ja, ja, das ist nur Ausdauer. Hauptsache kein kochendes Wasser. Hä? Wo sind die Schiffssachen? Nein! Eine komplette Schiffsruhe ist weg. Liegen die da? Da liegen die, ne? Ist das zu weit weg? Warte mal, warte mal. Erstmal sowieso den Loot schmeiße ich mal kurz hier hin. Und dann versuche ich mal möglichst viel davon zu retten. Ich glaube zum Beispiel sowas wie die Eisennägel oder so, die sind so... Ja, da, ne? Da ist es, glaube ich. Ich gehe mal nach hier oben. Und so. Dann Ausdauer. Komm schon, komm schon. Ja, da schwimmt's. Ich sehe es. Eventuell ist es dort flach genug, dass wir sogar unsere Nägel und so wieder bekommen. So. Und an Land. Nur das Holz haben wir gerettet. Na toll. Und bitte, 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 bitte. Komm schon, 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 komm schon. Raus hier. Raus hier, raus hier. Wow.
Hui! Sehr gut. Und dann kann ich den Loot hier doch noch mitnehmen. Ich hoffe, wir sind nicht überladen. Nein. Sehr gut. Ja, dann mache ich mal das hier weg und nichts hier weg hier. Da oben ist das Portal. Das waren genug Ashlands für heute. Nach allem, was wir so erlebt haben. So, aber wir haben auf jeden Fall ordentlich Loot mitgenommen. Holz nehme ich mit anstatt 2 Ashwood. Hier sind wir noch die. Haben wir noch den Gürtel, den würde ich auch gerne mitnehmen. Anstatt 7 von denen. Dann hätte ich lieber die Federn da lassen sollen, egal. Unverkohlter Knochen. Oh, ups, wir sind ja überladen. Hä, wovon denn? Nein. Nein! Oh. Gut. Das war jetzt ein bisschen unkoordiniert. Einen Moment. Ich hole nochmal das Holz von hier unten. So. Lade die Ausdauer auf. Und nehme alles. Ach, jetzt habe ich das Affenholz doch mitgenommen. Anstatt den Knochen. Die Knochen wiegen, glaube ich, mehr. So. Und nichts wie weg hier. So, Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Sind hier nur 1000 Mal verreckt. Super. So, Loot tut gut. Rein damit. Und ich jump mal runter und was sich stacken lässt, sammle ich auch. Boah. Laggedy lag. So. Aber ich glaube allmählich, wir müssen anfangen einzusortieren, ne? Sonst wird es schwer. Glaube ich. Ich mache mal so lange, wie es geht. Hier, die Samen. Die haben wir schon einsortiert, und zwar hier oben. Da. Zack. Und außerdem haben wir hier ja den Stein hingepackt. Den habe ich hier auch nicht einsortiert, ne? Nee. Kann ich hier noch was stecken? Alter, diese Knochen, ne? Stimmt, wir können das Fleisch von dem, von ihm hier, das nehme ich hier mal raus, da, und das packen wir mit zu Fisch und Reptilien. Das können wir schon einsortieren. Ne, da haben wir dieses Fleisch und direkt darüber mache ich das. Passt doch perfekt. Rein damit und raus damit. Und die Trophäen können wir theoretisch auch mit einsortieren. Dann haben wir nämlich ein bisschen Platz in dieser Kiste. Fisch und Reptilien. Zack. Halt. Hier hin. Die Trophäen, das sind alles die hier, ne? Das. Das. Und das. Die 9 mache ich mal hier hin, damit wir das erkennen. Und ich frage mich, sind das auch Trophäen? Die wiegen auch alle 2, ne? Ja, nee, die wiegt mehr. Oh, das ist gar keine Trophäe. Das ist eine Trophäe. So. Und rein damit. Und schon wieder überfüllt. So, dann haben wir hier richtig viel davon. Und das Hühnchen können wir ebenfalls aussortieren. Und das kann ich mit zu Kleinviehfleisch packen. Hier, über das andere Hühnchen. Oder? Ah, ist das Kleinvieh? Eigentlich ist es ja gar kein Vieh, ne? Adults. So, Asquin, was auch immer. Wir haben hier dann den. Den packe ich mal mit zu Schmuck. Keine Ahnung. Nochmal so, so und so. Hier haben wir einen einzigen Stoff. Zack. Federn ohne Ende. Ich laufe nochmal durch. Und war es das vielleicht sogar dann? So. Boah, wir haben richtig viel von dem Stein und Edelholz. Holz. Normaler Stein haben wir auch. Von den ganzen Explosionen wahrscheinlich. Das hier und das passt nicht. Jetzt aber Yggdrasil-Holz weg. Edelholz weg. Das mitgenommen und das ist eine weitere Trophäe. Hm. Steht dann ja auch immer dabei. Ich mach mal das grausten Zeugs hier rein. Und hier. Das ist eine Trophäe. Das. Dann nehme ich die auch raus.
Würde hier mal ein bisschen Ordnung reinbringen, ne? Damit wir wissen, was hier eigentlich alles auf uns noch wartet. Vulkangeier-Eier. Die Eier packe ich ebenfalls mit in unsere Eierkiste. Und das hier ist vom Asquin. Die würde ich mal irgendwie zusammenpacken. Schweif, Haut und Blase. Das hier ist Pflanzenzeugs. Das Holz kann ich eigentlich mit in die Baumaterialienkiste packen. Hier rein. So. Dann haben wir hier nämlich hier unten die ganzen Knochen. Ja, davon haben wir auf jeden Fall ordentlich. Dann haben wir nur ein einziges von diesem Harz gesammelt. Die Pilze und das Zeugs. Morgenherz mache ich mal hier hin. So und so. Nach hier oben. Was ist das? Topfscherbe. Pulver mache ich so und so. Ja. Und die kommen hier auch noch mit rein. Haben wir noch ein bisschen Gold. Stimmt, diesen Asquin-Brustkorb, den muss ich hier auch noch reinpacken. Das ist keine Trophäe. Stattdessen habe ich hier Trophäen. Die und die. Und ich glaube, dieser Schädel ist keine Trophäe. Dachte ich erst, aber den packe ich hier auch mal mit rein. Und die Eier hier mit rein. Wenn ich die einfach einsortiere, warte mal. Dann sortieren die sich unten ein. Das finde ich sehr interessant, weil die Eier sortieren sich oben ein. Das ist ja perfekt. Feuertrank. Der kommt hier wieder rein. Kohle, die bringe ich nach unten. Genauso, war hier nicht noch die Fuhre? Ach, die habe ich schon weggeholt, ne? Ja. Nee, habe ich nicht. Da liegt noch eine. Her damit. Ach so, das war ein ganzer Stack. Ein 20 Stack. Hab mich schon gewundert, warum da nur einer liegt. Gut, der hat sich zusammengefasst zu einem. Und dann würde ich sagen, wir bringen das mal hier hin. Da. Zack. Und weil ich gerade sehe, dass wir hiervon mehr haben als hiervon, gehe ich auch nochmal kurz in die Mistlands. In der Hoffnung, dass wir da auch ganz schnell wieder rauskommen. So. Ausleeren. Sogar voll. Sehr gut. Und das hier auch noch. So. Und, ach, weißt du was? Dieses eine Ding hier sortiere ich eben so ein. Zack. Verdammt, immer noch weniger. Aber gut, was soll's. Ja, und der hier ist natürlich voll im Weg, ne? Aber, also natürlich werden wir die Handwerkspresse wie alle anderen Erweiterungen da unten einbauen. Aber ich gehe stark davon aus, dass es hier auch noch eine geben wird. Und da will ich noch drauf warten, weil ich will jetzt nicht aufreißen, hier unten den Boden aufreißen, dann bauen wir das da umständlich rein. Und dann haben wir die Erweiterung und müssen das nochmal machen, ne? Was ich vielleicht machen könnte, wäre, den nicht ganz so in den Weg stellen. Aber der braucht auch Platz, ne? Ich kann den hier nicht zu dicht dran machen, glaube ich. Doch, kann ich. Gut. Ja, das ist besser, ne? Weil schon hier im Weg die ganze Zeit. So, perfekt. Wo wir gerade hier sind, kann ich nochmal alles reparieren. So. Und jetzt sind wir ein Komplett-Magier, ne? Vorher hatten wir immer noch den Hammer dabei. Unsere Zeckenwaffe. Zeckenzange. Aber jetzt momentan haben wir nur noch Stäbe. Finde ich sehr geil. Vor allem, dass wir uns in die Ashlands trauen als Magier. Weil das ist ja schon nicht so leicht. Aber es macht auch dafür umso mehr Bock. Na okay, das Sterben und die unzähligen Feinde vielleicht nicht. Aber ansonsten hat es auf jeden Fall trotzdem Bock gemacht und wir haben immer noch keine neue Ressource entdeckt. Wir müssen ja irgendwo diese Erze finden. Wir waren jetzt auf einzelnen Inseln, müssen die ganze Zeit mit dem Schiff rumfahren. Das war jetzt alles sehr lästig, aber wir finden das schon noch. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und dabei sein. Lasst gerne ein Abo da und ein Like, das wäre super nett. Und auch gerne einen Kommentar. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.